Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von Mad Games Tycoon 2 auf meinem Kanal. Da sind wir wieder zurück in einer neuen Folge und heute möchte ich wieder Großes schaffen. In letzter Zeit ist es mir nicht gelungen, alle aktuellen Projekte regelmäßig auf dem Kanal zu bringen, sondern mal das, mal dies. Und das soll sich jetzt hoffentlich in den nächsten Tagen dann ändern. Dass ich vielleicht auch mal wieder 2 Videos pro Tag hinbekomme und das mal wieder eine Regelmäßigkeit einnimmt. Ja, es wäre soweit wirklich wünschenswert. Gefällt mir selbst auch nicht, wenn ich da ehrlich bin. Ja, und bis dahin spielen wir auf jeden Fall hier weiter. Dann, denn das ist eines der Games, wo ich jetzt schon ein Weilchen kein Video mehr dazu gebracht habe. Ja, wir haben hier gerade Banjo Hero 2 in Entwicklung. Wir machen hier Updates, nehme ich an, für unser Free-to-Play-Spiel. Ah, MMO. Es ist immer noch ein MMO. Wir haben immer noch stetigen Zuwachs auf den Abonnentenseiten hier. Sehr gut. Ja. Hearth Calibur ist langsam aus. Wir produzieren es aber hier noch, soweit. So, ich lasse mal die Zeit ein bisschen vergehen. Und wir schauen mal, was da die Einzelnen so machen. So, wir haben theoretisch 3 Spiele zum Zeigen, oder? Soweit schon. 34.000 Fans mehr. Sehr schön. Ja, wir müssten auch mal schauen, was das mit den Konsolen so auf sich hat. So, gab es wieder ein bisschen Einkünfte. Was fehlt uns denn hier noch? Qualitätssicherung, Support, Marketing, Grafik, Sound, Motion Capture, Serverraum, eine Werkstatt, eine Produktion, die haben wir hier. Lagerraum haben wir auch. Ja, die Werkstatt fehlt uns. Frage ist, was macht die? Ist das da, wo die Konsolen hergestellt werden oder wie? Kann man hier schauen. Da wäre sogar gestanden. Einen Moment. Spielautomaten produzieren lassen. Ja, genau. Okay. Ja, komm, wir gehen gleich zum großen Raum. Und nehmen da mal so die Ecke da weg. So, ist sogar noch in der Mitte. Was ein Wunder ist. Gut, und dann starten wir da einfach mal mit. Die sind dann erst später verfügbar wohl. Aha, sieht ja interessant aus. So. Dann hier so ein Schrank an die Wand. Da passt er ganz gut, auch mit Snapping. Eigentlich erstaunlich, so. Kleines Radio, so. Mülleimer darf natürlich nicht fehlen. Vielleicht noch ein Wasserspender dazu. Dann haben wir Heizungen. Da stelle ich schnell mal hier die Anzeige an. Ja, jetzt passt das natürlich da wieder mal nicht. Das ist ja klar. So, und hier stellen wir es mal aus. Vielleicht. Nein, passt nicht. Aber da wurde die Wirkung stark entzogen, habe ich das Gefühl. Von der Heizung. Also ist schon gut, verwenden wir die andere. Das passt soweit. Gut, vielleicht noch eine Uhr. Dann lassen wir das mal so. Gut. Jetzt müssen wir da 5 einstellen. Vom Arbeitsmarkt natürlich. Die Frage ist, was ist das dann? Hardware und Technik? Ja, nehme ich mal an. Da, ein Techniker, 2, 3 Techniker. Also komm, nehmen wir die. Die anderen lohnen sich nicht zum Einstellen. Ich mache auch gleich eine neue Gruppenverwaltung, genau. Ja, die Gruppe 11. Umbenennen, das ist jetzt... Werkstatt, so.
Genau, und da sind soweit der ist drin, der und der. Sehr gut. So, dann steht das gerade schon. Es gibt auch Aufträge. Oder wir können einen Spielautomaten herstellen. Wir haben aber keinen. Muss ich den zuerst entwickeln? So, sie soll mal den Auftrag machen. Und was machen die? Die stellen die jetzt her, oder wie? Oh, 300 minus, nicht so gut. Anscheinend schon. So, was muss ich denn machen, um die selbst herzustellen? Da habe ich mich jetzt natürlich nicht informiert. So. Das sind die Preise für Spielautomaten. DevKits Engine, Kopierschutz an dieses Sheet. Sensen Publisher Exklusivvertrag. Oh. Konsolenentwicklung, da. Also entweder, wir müssen die hier noch... Ich muss gleich mal schauen. Ich lasse die mal da durcharbeiten. Beende auch die Automatik daran. Und dann schauen wir gleich da mal rein, ob das da damit zusammenhängt. Sag mal so. Gut, das da würde ich glaube vom Markt nehmen. So, ja. Ja, also... Gewinn ist da, würde ich mal sagen. Sehr gut. Und dann werde ich da vielleicht auch die Automatik beenden. Und, ah gut, zwar es geht eher nach oben mit den Abonnenten. Das lässt sich eigentlich zeigen, muss man schon sagen. So, ah, die Heizungsansicht können wir mal wieder ausstellen. Ja, jetzt haben die natürlich nichts wirklich zu tun. Ich hoffe, die schaffen das auch da. Alles zusammen. Die sind noch dran, die auch. Motion Capture auf der letzten Stufe. Da sind sie ein bisschen hinterher. Okay, nun da auch. Motion Capture ist jetzt einfach sehr schnell geworden, sagen wir es mal so. Okay. So, wir können Engine und Gameplay. Sonstige. Hardware ist hier auch gesperrt. Oder es ist noch nicht im Spiel implementiert. Das kann auch sehr gut sein. So, sollen wir zu dem ein Add-on machen? Free-to-Play-Update, nee, das geht nicht, aber ein MMO-Add-on zu diesem Spiel. Das wäre vielleicht noch etwas. Kann ich da alles hinzufügen? Für 8 Millionen, das hat jetzt noch nicht Gewinn gemacht. Das wäre natürlich toll. Ja, komm, ist schon gut so. Ich kann jetzt auch noch das Unterthema ändern. Aha. Auftragskiller hatten wir. Cowboys. Mafia und Cowboys. Passt bestimmt zusammen. So, gibt es da einen neuen? Ja, gibt es. Das lasse ich so. Jetzt ist die Frage, kann man das noch anpassen? So, ja, das müssen wir noch... Not Final Tactics hat das Spiel geheißen. So. Nee, nicht so. Hä? Doch, es heißt doch Not. Habe ich noch keinen Spielbericht gemacht von dem? Das ist ja auch ein bisschen lost, ehrlich gesagt. Ja, hier existiert es. Genau. Daran kann ich aber nichts verändern, oder? Ja, genau. Und ich kann auch keine neuen Features reinbringen. Wir sind da begrenzt. Ich würde sagen, wir belasten es so. Let's go. Könnt ihr machen. Dann schauen wir mal. Die sind die ganze Zeit an den Bugs dran. Und die halt noch an dem. Und danach müssten wir jetzt schon mal den Spielbericht erstellen. Das wäre schon toll. Das ist ja eigentlich auch fertig. Aber da kann man nichts mehr verbessern. Weil wir das Grundspiel hatte schon alles, was wir da gehabt haben. Okay, abschließen. Selbst vertreiben. Aber da verlangen wir jetzt auch wieder so viel Geld. Okay.
4 Wochen. Das Addon bekommt 76%. Okay. Und wir müssen es jetzt hier in Produktion geben. Ja, etwa so. Das ist auf jeden Fall, was da ist zum Start. Die machen ein Update. Und dann könnten wir eigentlich gleich mit einem neuen Spiel beginnen. Die können noch den Spielbericht machen. So, dass wir das auch noch auf Papier haben. Soweit. Ja, die werden noch am längsten brauchen. Sonst sieht es eigentlich gut aus. Oder ich lasse es weg. Das könnten wir natürlich auch machen. Stimmt, wir könnten mal wieder ein Remaster machen. Zwar hier mal nach Review-Ergebnis suchen. Holo 3. Triple A, ja, das passt doch. Ah, das war der interaktive Film, okay. Warum auch nicht? Dann brauchen wir hier interaktiven Film. Die Engine verwaltet oder hier eine neue PlayStation. Doch, geht drauf. 29%. Und jetzt, was hat noch? Naja, komm, hier. Xbox wird schon noch aufholen. Bin ich überzeugt. Hier ist alles drin, da nicht so. Hat es nichts Neues, da auch nicht. Wow, alles zurückgesetzt. Das ist doch toll. Das ist richtig toll. Wenn ich alle Features aktiviere, dauert es erstmal ewig. So. Okay. Und ich glaube, ich muss nur 80% bezahlen, weil es ein Remaster ist. Das ist, glaube ich, der Vorteil. Aber das Problem ist, ich habe keine Ahnung mehr, wie das hier verteilt sein soll. Ja, weil der hat nichts gespeichert. Ja, ist natürlich richtig toll. Also auch ein großes Risiko eigentlich. So. Hallo? Reagiert er überhaupt? War das? Genau, ich schaue mich nur schnell an, ob das da überhaupt stimmt. 10, 50, 30, 10. Genau, so wie das da ist. Gut. Was machen wir weniger? Innovation. Ah, ich kann nichts verändern. Okay. Das Problem ist aber, wenn ich das so rausgebe, dann wird das... Na gut, komm, wir versuchen. Das ist nicht eine große Investition. Es wird sich zeigen, ob das geht, weil ich remastere jetzt ja etwas, was so nicht stimmt. Gehe ich mal davon aus, sagen wir es mal so. So, wir vertreiben es selbst. 4 Wochen, okay. Ab 6 Jahren und es ist ein Hit mit 82%. Okay. Gut, müssen wir jetzt aber erstmal auch noch produzieren. Jetzt ist die Frage. Wie viel verkaufen wir hier eigentlich pro Woche? Das ist so die 19.000. Da 20.000. Ja, ich würde jetzt hier die Aufgabe mal abbrechen und Banjo Hero produzieren, auch mit ein bisschen erhöhten Zahlen. So. Und wenn wir sehen, dass der Lagerbestand weggeht, dann müssen wir halt wieder umstellen. Und sonst muss ich die Räume noch weiter unterteilen. Das wäre auch eine Sache, die ich machen könnte. So, haben wir überhaupt? Es hat alles schon ein bisschen... Ich kann das hier noch bewerben. Das Remaster.
Was übrigens dauert, wie man sieht. Also es ist doch der richtige 32 Bucks mehr. Gut, das ist nicht so schlimm. Das kriegen wir in den Griff. So, Banjo Hero am ersten Tag 135.000 Exemplare verkauft. Nicht schlecht. Wir machen da auch gleich noch ein Update dazu. So, das Add-on läuft auch etwas besser, muss man sagen. Und hier sinken wir ein bisschen ab. Ah, weil wir keinen Lagerbestand mehr haben. Toll. Ich will eben auch nicht zu viel produzieren. Das war auch die Sache. So, nochmal 600.000. Dann haben wir genug, denke ich dann. So, und noch ein paar vom Add-on. Sehr gut. Nicht, dass das Lager dann auch noch voll ist. Das kommt noch dazu. Das darf natürlich auch nicht passieren. Okay. Eigentlich können wir jetzt erstmal wieder abwarten. Das hier ist gar nicht schlecht angekommen. Ich würde dann noch die Automatik starten, dann machen die gleich noch ein Update dazu. Mehr Innovation hätten sie sich gewünscht. Ah, du. Wir können da auch noch den Spielbericht dazu machen dann. Um zu sehen, was da so rausgekommen ist. So, erstes Update ist auch erschienen. Besseres Missionsdesign. Ich habe das Gefühl, es dauert länger für die Entwicklung. Also wie wenn da etwas angepasst wurde, kann schon gut sein. Ich habe jetzt die Updates auch nicht so verfolgt, wenn ich da ehrlich bin. Noch schnell den Spielbericht ansehen. Müsste ja ganz hier am Anfang sein, so. Okay, wir haben schon einige Punkte richtig, also so gesehen 6 und im Vorgänger hatten wir 3. Also wir haben die Punkte verdoppelt. Und zusammen mit diesen beiden Berichten sollte es uns jetzt eigentlich möglich sein, das nochmals etwas zu... Fortsetzung. Kann ich bei der Fortsetzung alles wählen? Also AAA. Standardspiel. Das ist immer noch eine Wirtschaftssimulation, okay. Hier unsere Engine. So. Der Computer hat 86%. Okay. Da ist wieder eine neue verfügbar. Da nicht. Okay. Und jetzt können wir natürlich vergleichen, wie das in den anderen Spielberichten war. So, U-Boot hatten übrigens nicht mal gepasst. Was hatten wir denn in der 1? Fahrrad, dann nehmen wir wieder Fahrrad. Und die Zielgruppe hat aber gepasst, gut. Also schnell hier zurück. Das passt hier, das auch. Hier. Da, Fahrrad, sehr gut. Hier natürlich alles aktivieren. Es dauert wieder ein Weilchen. So. Gut. Also, was waren jetzt die Rezessionen dazu? Sehr zufrieden. Begeistert, begeistert. Zu sehr für Casual. Okay. Core, Casual. Zu sehr für Casual. Also so. Demnach. Hatten wir so noch nie, oder wie? Da war... Ah, das ist ja logisch, wo das war. Ja, okay. Gut, das konnten wir anpassen. Und... Mehr Innovation. Besseres Missionsdesign. Also sie möchten hier noch mehr.
und beim Missionsdesign ebenfalls. Das heißt, Zugänglichkeit und Story ist wahrscheinlich nicht so wichtig. So, gehe ich beide eins runter. Und ich könnte sogar Missionsdesign eins erhöhen und Story auf 0 machen. Eines der beiden muss es wahrscheinlich sein. So, aber das wäre soweit so fertig. Spielname ist schon vergeben, das stimmt. Ah, und hier sehen wir langsam die Bekanntheit der IP. Wird langsam. Okay, die Fans sind gespannt. Und die Entwicklung ist gestartet, so gesehen. Ja, würde sagen, 12 Hype mehr. Würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wenn wir dann die weiteren Spiele veröffentlichen. Danke vielmals fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss!